Herzlich willkommen in Heikes Landhausgarten. Heute ist es wieder soweit. Es ist Zeit für unser Sonntagsvideo, für unser Gartensonntagsvideo und heute einmal mit Herpes. Aber nutzt ja nichts, es hat keinen Zweck. Video muss trotzdem aufgenommen werden und dann heute einfach eben mal mit Herpes. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich um diese Jahreszeit, wir haben jetzt den 1. Juli, wie ich da die Pflanzen dünge. Hierzu nehme ich um diese Jahreszeit immer sehr gerne Pferdemist als Dünger. So, und wie ich das mache und was ich damit dünge, das zeige ich euch jetzt. Ich habe da mal etwas vorbereitet. Kommt doch einfach mal mit. Hier habe ich einen Kübel mit Pferdemist. Wir wohnen hier ja auf dem Land und viele meiner Bekannten und Freunde, die halten Pferde. Und da ist es für mich immer recht einfach, an Pferdemist zu kommen. Und ich hole mir dann ab und an immer mal so einen Kübel voll. Diesen Pferdemist hier habe ich von einer Bekannten, die mehrere Ponys hat. Die Ponys sind gesund, das heißt, sie bekommen keinen Antibiotika, sodass dieses Antibiotika auch nicht durch den Mist dann in unseren Boden hier im Garten kommen kann. Die Ponys sind auch das ganzen Sommer über auf der Wiese und der Pferdemist, der hatte dort schon eine ganze Weile gelegen. Ja, und dann habe ich den geholt und hier liegt er jetzt auch bestimmt schon 4 Wochen und er ist also nicht mehr ganz frisch, aber er ist auch kein Jahr lang abgelagert, wie manche Leute das empfehlen. Aber mit dieser Methode, das kann ich euch versichern, da wächst bei mir alles super, wo ich damit dünge natürlich nur. Ne? Ihr kennt ja meine Rosen. Ja, das ist doch wirklich eine Pracht, wie die jedes Jahr blühen. Und damit sorgt der Pferdemist auch schon. Ja, warum Pferdemist? Pferdemist enthält Magnesium, Kalium und Phosphor. Und das sind sehr gute Nährstoffe für unsere Pflanzen. Und was dünge ich damit? Das werde ich euch gleich zeigen, aber ich kann schon mal im Großen sagen, alle Starkzehrer wie Tomaten, Gurken, Zucchini und Kürbis, die bekommen bei mir Pferdemist. Dann die Beerensträucher wie Johannisbeeren, Himbeeren, auch diese Sträucher alle mit Pferdemist. Und ja, natürlich die Rosen auch. Wenn das jetzt hier schön, wie ich das im Eimer vermische, so schön mit der Forke kann man die schön klein machen, aber so klein muss es auch nicht sein. Nochmal einmal wieder Pflanzerde drauf und nochmal wieder klein machen. Und noch mal ordentlich Mist. Das kann ruhig ordentlich was von rein. Das mache ich, wenn das jetzt für diese Pflanzen nicht ausreicht, hole ich mir wieder neuen. Mache das dann immer so portionsweise, wie ich das für die Pflanzen brauche. Und ich zeige euch gleich natürlich noch eine andere Methode. Das heißt, ich will euch heute zwei Methoden zeigen, wie ich hier mit dem Mist Dünger mache. So. Jetzt nochmal einmal was drauf und den Rest Mist lasse ich jetzt einfach für die andere Düngerherstellung. Die zeige ich euch gleich. So, das ist ordentlich. So, ich habe mir jetzt hier so einen kleinen Bottich geholt und da packe ich jetzt diese ganze Masse rein. So.
reicht jetzt erstmal. So, zeigen. So. Und jetzt fahre ich erstmal los zu den Rosen und dünge damit die Rosen. So, dann jetzt ab hier zeige ich euch das mal hier bei diesen Rosen. Die blühen sehr schön, aber die können jetzt für den Rest der Saison ruhig ein bisschen was gebrauchen. Dann nehme ich so eine Kelle einfach daran. Heute ist übrigens das ideale Wetter zum Düngen. Es scheint die Sonne nicht, es hat ein bisschen geregnet, der Boden ist weich und die haben für heute auch noch ein bisschen Regen angesagt. Das ist besser, als wenn es so heiß ist und die Sonne scheint, weil das tut den Pflanzen dann nicht gut, wenn der Mist da dran kommt, dann können die schnell mal verbrennen, wenn es nicht danach regnet oder der Boden zu heiß ist. So, jetzt gehe ich hier mit der Schippe und arbeite das hier mit der Erde zusammen so ein bisschen ein. So. Und dann lassen wir das jetzt erstmal darauf regnen. So mache ich das jetzt weiter. Ich gehe also erstmal durch, dünge alle Rosen und die Beerensträucher, die Tomaten, die Gurken und die Zucchinis und den Kürbis. Jetzt sind wir durcheinander. Jetzt zeige ich euch noch die zweite Methode, wie ich den Mist auch noch verwende zum Düngen. Und die ist ganz einfach. Gehen wir doch noch mal einmal hinten zu dem Pferdemist. Und diesen Rest von diesem Mist, den packe ich jetzt mal hier auf die Schöpfkarre und zeige euch jetzt mal, wie ich davon auch noch mal Pferdemistdünger mache. Kommt doch mal mit. Ich habe ja überall im Garten verteilt so Wasserbecken, wo ich mir mein Gießwasser raushole. Dieses hier zum Beispiel, das wird immer weiter aufgefüllt. Und ich nehme jetzt mal ganz einfach diesen Mist und schütte den vorsichtig. Besser wäre, wenn es leer gewesen wäre. Aber einfach hier in dieses Becken rein. So. Leute, und das ist ganz einfach. Das lasse ich jetzt hier stehen und gieße immer wieder Wasser nach, den ganzen Sommer jetzt hier. Und die Pflanzen, alle Pflanzen, die gegossen werden müssen, die gieße ich dann ab und zu mit diesem Wasser. So, liebe Leute, das war's. Das war das heutige Sonntagsvideo. Ihr wisst jetzt, wie ich alles so mit Pferdemist dünge und glaubt mir, ich mache das schon ganz lange und ihr kennt ja meine Rosen, wie schön die alle blühen und das sind wirklich Erfahrungswerte und es klappt jedes Jahr aufs Neue. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und drückt auf die Glocke, denn dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video kommt. Ja, und wenn ihr auch mit Pferdemist düngt und was ihr für Erfolge damit habt oder vielleicht auch, wenn es nicht so gut klappt, schreibt es doch einfach bitte in meine Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder nächsten Sonntag in meinem Gartenvideo von Heikes Landhausgarten. Tschüss!